Leute, es geht los. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Gut, ich bin leer. So, ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gatschott. Und so sind wir heute Abend hier versammelt für ein bisschen Offline-Turnier-Raid. Hab da ein bisschen was vorbereitet. Ich stehe da ja noch so ein bisschen in den Startlöchern mit dem Ganzen. Aber ich will das natürlich immer weiter verfeinern, bis das irgendwann für die Community so ein richtig geiler Tag wird, um offline richtige Fun-Raids zu haben, wo am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen was winkt. Lass es ein Ingame-Gewinn sein oder vielleicht sogar einen reellen. Für die, die es noch nicht ganz genau wissen, wie sich das verhält mit diesem kleinen Turnier. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, das ist tatsächlich bloß aus Spaß. Für euch habe ich mir da einen Kopf gemacht. Und zwar ist es so, dass wir offline auf eine Map starten. Und natürlich dann halt mit einer gewissen Spieleranzahl, mit einem ganz bestimmten Loadout, das vorher ausgewählt wird. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe zum Beispiel 10 Loadouts vorbereitet. Die werden per Zufall von einem kleinen Glücksrad gezogen, das Loadout, und danach kommt ein anderes Glücksrad und das bestimmt, auf welcher Map dieses Loadout gespielt wird. Und dann muss man dort auf dieser Map das Beste versuchen. Ein Scuff zum Beispiel bringt einen Punkt. Scuff töten einen Punkt und halt mehrere, das sammelst du immer pro Scuff immer einen Punkt weiter. Raider bringen 2 Punkte, Spieler 3, Extracten, also das Extracten bringt nochmal 5, ein Boss bringt 20 Punkte. Das aufzuholen ist natürlich schwierig, aber man muss ja auch wissen, dass man eigentlich so gut wie gewonnen hat, wenn man diesen Boss halt tötet. Jeder, der zuschaut, kann gerne mitmachen. Das ist nicht das Ding. Am Ende ist es halt so, bloß wichtig, wenn wir den Raid beendet haben, dann postet einfach jeder den Screenshot im Discord, im Tarkov-Chat, und dann können wir so nachvollziehen, wer was erreicht hat. Das nächste Loadout wird vorbereitet. Und zwar... In der Zwischenzeit können wir doch nochmal Battle Royale hier starten. Die 10. Die 10. Heute werden es die hohen Zahlen, ja. Die 10 wird es jetzt. Die 10, was ist denn die 10? Nein! Warte, welches? Oh nein. Oh ja, doch. Auch die macht bestimmt Spaß. Mann, jetzt Leute, kommt's zur Map. Das wird lustig, du. Labs ist übrigens auch mit dabei. Reserve. Spawn hier. Ich bin drin. Jo, drin. Jo, bin da. Okay, viel Spaß, bis gleich. So, meine Freunde. Das kann jetzt rein theoretisch ganz doof für mich laufen. Sein Ernst. Alter! Junge, was geht bei ihm? So, die erste Minute warten wir noch mal kurz ab. So, wir sagten ja, Untergrund ist tabu. So, er wird auf jeden Fall irgendwo von den Bergen kommen. Höchstwahrscheinlich.
Okay, wir haben noch nicht einen Schuss gehört, außer den Grenade Launcher am Anfang. Fuck! Der sitzt da immer noch. Hä, wo haben die Scuffs geschrien gerade? Das ist die Imperti! Fuck off nach und vorher! In dem Haus drinne? Oh, no, ne Suka! Da! Na klasse. Давай, мочи! Хуйло, ты мне от... Scheiße. Der sitzt immer noch am MG, der Arsch. Das war meiner. Hier ist wer. Schieß noch mal, komm. Das ist doch nicht nur anpoken.
tired of this walking. Oh fuck. Halt doch die Brust! Und keine Heilung mehr. Wo ist er? Leck mich doch am Sack, ey. Er hat noch Heilung dabei. Woo! Was ein Scheiß.
Hau mir ab, ey. So. Jetzt werden wir uns erstmal heilen. Oh, schönes Ding. Ghost Life. Hat Headshot erhalten. Ja, hier kann ich keinen Headshot kriegen so schnell. Diablo. Hat er am Schluss noch irgendwo rumgehangen, Mann. So. Wir gucken. Ein Spieler. Wir haben nicht mal einen Scuff gekriegt. Das heißt, 3 Punkte. 3 Punkte. Hallo. Hallo. Mensch, hey. Du hast so ein Glück gehabt, dass es nur 2 Schussmagazine sind. Ich hätte dich so aufgemischt, Junge. Ich habe ihn erst gegen dich gefightet, oben. Das war ich. Ach so? Wo du im Fenster saßt. Ich bin dann runter, hab dann alle meine Granaten auf dich geworfen. Ja. Und dann, gerade meine letzte Granate geworfen, kommt er von hinten und schießt mir in die Ferse. Dann fight ich mit ihm dahin. Ja. Hab ihn dann erstmal voll runtergeschossen. Er mich halt auch noch und dann ein Bein weg. Und dann tötet er mich und dann kommst du und tötest ihn und dann kommt Diablo und tötet dich. Ja, das ist du bist eine Mordkette gewesen. Ja. Ach übrigens, ich war der mit dem Grenade Launcher und ich war auch der mit dem MG. Ja, das wusste ich. Das war das Erste, was ich mir dachte. Gunny ist da oben. Du bist da oben gesprungen. So, dann gucken wir mal, was er für Punkte hat. Er hat eh gewonnen, aber wir gucken mal, was er insgesamt hat. So, genau. Ein Spieler und 5 Scavs. Und Extracted. Ja. Also gewonnen hat er so oder so. Er hätte es nicht mal extracten müssen. Wenn ihr also mitmachen wollt, seid einfach dann live on stream da, wenn ich es angekündigt habe. Und dann können wir da gerne loslegen. Können mitmachen, wie gesagt, bis zu 20 oder 14 Leute, was auch immer. Also wir haben noch genug Platz und wird auf jeden Fall lustig. Eigentlich ein riesen Fun-Ding. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn nächstes Mal noch mehr mitmachen. Tatsächlich hoffe, ihr hattet Spaß auch beim Zuschauen. Und ansonsten war es mir natürlich wie immer eine Ehre, für euch streamen zu dürfen. Ich wünsche euch jetzt noch den wundervollsten aller Abende. Falls man sich nicht mehr sieht, noch ein angenehmes Restwochenende. Und mit diesen Worten bin ich raus. Ich wünsche euch wie immer was. Haut rein. Bis dann. Ciao.